Warum mache ich Let's Plays? Diese Frage bekomme ich fast jeden Tag gefragt. Ich meine, wer will bitte heutzutage noch Let's Plays schauen? Man kann sich das Spiel ja selber einfach holen oder bei einem großen YouTuber anschauen, der das dann auch hart editiert. Doch selbst das ist heutzutage einfach nicht mehr interessant oder relevant. Leute schauen sich ein Spiel lieber live an oder schauen eine Review dazu, die nur 10 Minuten geht an. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Denn ob das glaubt oder nicht. Früher waren Let's Plays der Goldstandard. Was sind eigentlich Let's Plays? Let's Play, englisches Wort für Lasst uns spielen, abgekürzt LP, bezeichnet das Vorführen und Kommentieren des Spielens eines Computerspiels. Im Jahre 2007 entstand das erste Let's Play, hochgeladen von Michael Sawyer. Den Namen habe ich bestimmt richtig ausgesprochen. Auf dem Something Awful Forum. Viel Infos leider nicht bekannt von dem Let's Play, da es im Laufe der Zeit verloren ging und wir somit es uns nicht anschauen können. Aber es sah bestimmt ungefähr so aus. Hallo und willkommen zum ersten Part von Oddworld Apes Odyssey. Ich bin's mal wieder, euer Skillhunter 33. Es dauerte nicht lange, bis die Let's Plays dann auch auf YouTube kamen. Leute wie PewDiePie, oder wenn wir mal in den deutschsprachigen Bereich gehen, Gronkh, German Let's Play, Neosun LPM, Geilkind und viele mehr haben alle Let's Plays gemacht und man kann sehen, wie beliebt es damals einfach war. Vor allem gegen 2011 bis 2014. Aber es gab ein Spiel. Ein Spiel, welches YouTube und die ganze Let's Play-Szene einnahm. Und dieses Spiel war Minecraft. Dieses Spiel wird am häufigsten mit einem Let's Play verglichen. Und das auch nicht ohne Grund. Minecraft allein war schon viel beliebter als alles andere hier zuvor. Das war sowohl der Push als auch der Absturz für die Let's Plays. Gegen Mitte bis Ende 2014 ging es dann langsam bergab. Jeder hat schon ein Let's Play gemacht. Manche machten es einfach nur, um einen kleinen Teil dieser Views von einem ungespielt zu kriegen. Let's Plays werden oft auch als den einfachsten Content, den man machen kann, betitelt. Und irgendwie stimmt das auch. Ich meine, es war schon immer so einfach, ein Let's Play aufzunehmen. Du downloadest dir ein kostenloses Aufnahmeprogramm, startest ein Spiel und los geht's! Damals hat man auch nicht wirklich auf die Qualität geachtet. Leute konnten sich damals noch Videos in 480p anschauen. Heutzutage würde man würgen, wenn man so eine Qualität sieht. Schon ziemlich cringe. Aber man muss auch dazu sagen, dass die meisten es entweder aus Spaß oder für Views getan haben. Companies wie Nintendo haben früher Videos über ihre Spiele runtergenommen, weil es ja ihr Werk ist und die Leute es kostenlos ins Internet der ganzen Öffentlichkeit zeigen. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Zum Glück ging diese Sperre nicht allzu lang und Let's Player konnten wieder ihre Let's Plays ohne Probleme hochladen und konnten diesmal sogar Geld verdienen. Okay, let's get back on track. Wie bereits angedeutet, blieb der Hype der Let's Plays nicht lange an, denn auch Klein Timmy hatte nach 100 Minecraft Let's Plays keine Lust mehr darauf und ging dann zu anderen Dingen über. Die Leute sind so übersättigt, weil jeder und deine Oma Let's Plays gemacht hat. Heutzutage wollen die meisten lieber live ein Spiel sehen oder es bei jemand anderen schauen, der kein klassisches Let's Play macht, sondern jemand, der... Yo Leute, was geht? Mike Pieces ist mal wieder am Start, willkommen zu einer neuen Runde von Minecraft Skywars und heute zerficken wir alle Noobs macht. Viele mochten es auch nicht, dass so eine Let's Play Folge nur um die 20 Minuten mal mehr oder mal weniger ging und man immer auf die nächste Folge warten musste. Live hast du halt alles am Stück. Und bei halt editierten Videos ist das wie mehrere Folgen kleingeschnitten und extra gewürzt und gesalzen. Die meisten Let's Player sind vom Kommentierstil und vom Schnitt, falls vorhanden, genauso wie im Jahre 2014 oder sogar früher stecken geblieben. Und falls ihr euch fragt, warum man denn nicht schon damals Let's Plays geschnitten hat, das liegt einfach daran, dass man es nicht anders kannte früher. Man war es damals einfach gewohnt. Früher gab es nur unedited, also unbearbeitete Videos als Standard. Die wenigsten haben damals schon Videos geschnitten. Heutzutage ist es den meisten einfach zu langweilig, ungeschnittene oder wenig geschnittene Let's Plays hochzuladen. Oder allgemein Uncut-Videos. Wer heutzutage noch 720p oder sogar 480p Let's Plays macht, der wird ausgelacht und angespuckt und verprügelt. Okay, vielleicht nicht so hart, aber ich glaube, ich verstehe, worauf ich hinaus will. Der jetzige Standard bei Let's Plays ist super viel Schneiden, 4K, 120 FPS, schon cringe, wenn man weniger hat, hyperaktiv AF sein und ununterbrochen lustig und unterhaltsam sein. Aber nicht jeder kann gut schneiden, hat eine richtig gute Qualität, ist hyperaktiv AF und ist immer lustig und unterhaltsam.
Und somit kommt es halt dazu, dass viele immer noch hinterherhängen und bis heute noch ihre Folge 1937 von Let's Play Minecraft hochladen und sich fragen, warum sie dann nur so wenig Aufrufe bekommen. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wer heutzutage noch mit klassischen Let's Plays erwartet, er könne damit groß werden oder Reichweite aufbauen oder der nächste Nintendo werden, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Aber jetzt mal zu der eigentlichen Frage des Videos. Warum mache ich Let's Plays? Habe ich nicht gerade eben gesagt, wer heutzutage noch mit klassischen Let's Plays erwartet, er könne damit groß werden oder Reichweite aufbauen oder der nächste Nintendo werden, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Ach ja, gute alte Zeiten. Als wäre es erst vor einer Minute passiert. Ist ja auch egal. Der Grund ist ganz simpel. Warum ich und viele andere immer noch bis zum heutigen Datum Let's Plays machen, klassisch oder leicht editierte, ist einfach, weil es uns Spaß macht. Ja. That's the reason. Das können viele vielleicht nicht nachvollziehen, aber uns als Playern macht es echt Spaß, einfach auf Aufnehmen zu drücken und bei seinem Lieblingsspiel drauf loszureden. Im Endeffekt geht es im Leben ja auch einfach darum, Spaß zu haben. Hohe Zahlen sind wirklich nicht so wichtig. Natürlich ist es für jeden mal schön, wenn man diese hat, aber es ist einfach nur eine Kirsche oben auf dem Kuchen drauf, den du dir selbst backst, wenn ihr versteht, was ich damit ausdrücken möchte. So, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig belehren in Sachen Lass uns spielen. Und für die Leute, die Let's Plays mögen, könnt sich gerne auf meinem Kanal ein wenig umsehen. Und für die anderen, die es nicht tun, zu stark, ich will euch hier nicht! Nein, Spaß. Auf meinem Kanal mache ich nicht nur Let's Plays, sondern auch andere Sachen. Wie das hier. Oder das hier. Oder das hier. Ja. Ich habe schon sehr lange kein Video dieser Art gemacht. Also wenn es euch gefallen hat oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt's in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn mein Minecraft-Let's Play die 1000 Aufrufe geknackt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer versehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Was für Pisser.